Die Berlin Rebels sind im Aufwind. Zuletzt gewannen die Charlottenburger 4 Spiele in Serie und stehen damit auf Wunschplatz 4, der die Teilnahme an der Postseason garantieren würde. Um den Playoff-Platz zu verteidigen, muss gegen die Dresden Monarchs aber unbedingt ein weiterer Sieg her. Die entscheidende Frage ist also, ob die Rebels ihre Form über die 3-wöchige WM-Pause konservieren konnten. Jedes Mal, seitdem ich bei den Rebels bin und wir eine längere Pause hatten, ging es danach nicht so weiter, wie wir wollten. Davor gewannen wir Spiele, danach haben wir verloren und mussten erstmal wieder rausfinden, was unser Problem ist. Das hört sich natürlich nicht besonders ermutigend an. Doch der Rebels Quarterback soll leider recht behalten. Gleich in ihrem ersten Ballbesitz finden nämlich die Gäste aus Dresden den Weg in die Rebels Endzone. Es soll aber noch weitaus schlimmer kommen. Auch die Berliner Offensive patzt, als sie zum ersten Mal auf dem Feld steht. Larry McCoy kann den Ball bei der Übergabe von Outlaw nicht kontrollieren. Die Folge: Fumble, der Ballbesitz wechselt. Defensivback Jason Owosu kann die nächsten Punkte im Anschluss zwar aufschieben, doch verhindern kann die Verteidigungsreihe der Rebels das 14:0 nicht. Auch das zweite Viertel bringt keine Besserung. Eher läuft alles schief, was schief laufen kann. Beim 24:0 schafft es der Dresdner Trevor Deed, das Ei beim gegnerischen Punt sogar direkt wieder hinter die Goallinie der Rebels zu tragen. Zur Halbzeit steht es 31:0. Die Gäste wirken mehr als eine Nummer zu groß für das Footballteam des SCCs. Umso erstaunlicher, dass die Berliner mit einem Lächeln aus der Kabine zurückkommen. Komplett aufgegeben scheinen sich die Jungs von Javier Cook nicht zu haben. Und siehe da, es geht doch! Darius Outlaw versucht es mal alleine und sorgt für die ersten Rebels-Punkte. Wenig später legt Larry McCoy, bekanntlich der effizienteste Running Back der GFL, mit purer Willenskraft noch einen drauf. Die Aufholjagd bleibt jedoch aus, denn die Defensive der Rebels kann Dresden weiterhin nicht am Punkten hindern. Wieder ist es Trevor Deed, der über das halbe Spielfeld läuft und auf 45:14 erhöht. Ein Touchdown gelingt den Rebels in der Folge noch. Dann ist Schluss. Dresden beweist beim 45:21 Auswärtserfolg, dass ihnen die Pause nicht so sehr geschadet hat wie den Rebels. Es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit rumsitzen und nichts machen. Wir haben hart trainiert, uns gepusht, zugesehen, dass wir in Form bleiben. Jetzt endlich wieder ein Football-Match gespielt zu haben, hat sich sehr gut angefühlt. Bei den Rebels fällt das Fazit aufgrund der heftigen Pleite entsprechend negativer aus. Damit verbunden, dass wir halt ein paar verletzungsbedingte Ausfälle haben. Manche mussten arbeiten, dann müssen halt jüngere Spieler ins Game reingehen. Und wenn da die Erfahrung fehlt, dann passiert genau sowas, dass man dann die erste Halbzeit so ein bisschen verschläft. And I think the second half. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gespielt wie bei unseren Siegen, aber das war leider zu spät. Auf dem dritten und vierten Viertel gilt es bei den Rebels aufzubauen. Mit den Erfahrungen aus dem Dresden-Spiel und reichlich hartem Training sollte wieder ein besseres Ergebnis möglich sein. Darius Outlaw gibt abschließend zumindest ein kleines Versprechen. Die Leute, die heute gefehlt haben, müssen in den nächsten 2 Wochen beim Training sein. Dann werden wir ein richtig gutes Footballspiel hinlegen. Am 8. August geht es dann nach Braunschweig zu den New Yorker Lions.